Mein Kollege stimmt noch kurz, dann geht's auch gleich los. Wir haben was das für ein Instrument ist? Was ist das für ein Instrument? Du! Das ist kein Instrument. Ich, nee, ich meine, was sag mal, was du das. Wie heißt das Instrument? Ich meine, wie heißt das Instrument? Wie heißt das Instrument? Genau. Ich heiße Holger, das Instrument heißt Erich. Er hat immer Witze gemacht im Kaufladen, der DDR-Zeit, also H.O. Necker. Ah ja, okay, ja. Erich H.O. Ist egal. Willkommen im Flachwitze-Channel. Und das ist der Till. Der Till ist total, der hat da so, sieht aus wie eine Haschischpfeife, ist aber ein mobiles Männerurinal. Wenn man das rumdreht unten, dann braucht man einfach nicht mehr aufs Klo zu gehen. Und das ist der Timmy. Der Timmy hat heute wieder seine Tabletten bekommen und deswegen ist er total richtig, er darf trommeln. Er war früher Waschmaschinenvertreter mit einer Bauknecht-Waschtrommel. Und er hat auch noch die Heizstäbe. Zeig die Heizstäbe mal kurz. Er hat die Heizstäbe, so sehen sie aus. Sollte vielleicht die Kinder mal aufschrauben zu Hause, die Waschmaschinen kontrollieren. Und der ist total verkauft. Nein, ist er nicht. So, wir fangen jetzt an. Schön, dass. Sie haben die Gelegenheit, jetzt nochmal schnell fluchtartig diesen Platz zu verlassen. Du nicht! Und dein Kram selber da oben. Wir haben viel bezahlt dafür, dass du uns hier erotisch ablichtest. Hier, da drüben, Holger, Erotik, pure Erotik gepresst in einen kleinen Körper. Er vertritt sozusagen ein Küchenmöbel einer Märchengestalt. Fetisch. Wir fangen an. Wird nicht besser. Da liegt er für euch. Ja, wir haben so eine, vielleicht sogar, wir haben so eine Flachwitze-Kasse haben wir. Ich war, die ist voll. Fast. Letztes Jahr sind wir zweimal nach Mallorca geflogen, wo wir die Kasse aufgehoben haben. Ich war auch der einzige Einzahler. Ich verstehe das bis heute noch nicht. Obwohl, vor zwei Tagen hat mein Kollege war knapp dran, den ersten Euro einzuwerfen. Hallo, schönen guten Tag. Deine Bewährungshelferin ist auch schon da. Wir fangen jetzt an. Ich denke, du sitzt noch zwei Jahre. Ja, jetzt muss er stehen, siehst du doch. Das ist ein Liedlein für euch. Wir fangen an mit einem Liedlein. Da muss morgen von euch arbeiten gehen. Ja, es gibt doch ein paar Leute, die das müssen. Wer geht denn morgen gerne arbeiten? Ah, ja, genau, heute schon. Wer kennt jemanden, der arbeiten gehen muss morgen? Wer schickt denn seinen Partner auf Arbeit morgen? Ein Liedlein vom Morgen und vom Abend, ein Liedlein aus dem Jahre 1536. Du kannst dich noch daran erinnern? Damals. Damals, als er mit Johannes Heeses in einer Klasse war? Ja. Wir fangen an. Schönen guten Tag, hallo. Der Morgen und der Abend. Wer fängt an? Der Anfänger. Du musst schon mitsingen. Wenn du irgendwo mittendrin anfängst, das war nicht hab ich kaum das war richtig. Auf Punkt war das gewesen. Auf Punkt, okay. Dann mach ich jetzt. 1, 2, 3, 4. Da darf man mitklatschen. Also das ist die Mitklatschstelle. Also laut Bewährungsauflagen ja. Müsst ihr da mitklatschen. Du musst dazu die Hände aus den Taschen nehmen, junger Mann. Also, am besten, wir haben es unten schon mal probiert, wenn ich so mache. Das ist Zeit für Mitklatschen.
Ja. Wir probieren es einfach nochmal. Merken, was aussieht wie ein Schlaganfall, ist kein Schlaganfall, ist das Zeichen. Jetzt ist schwierig, aber es geht nicht anders. Moment. Das sind Leute, die das Leben schöner machen. Was willst du damit sagen? Dass denn die Trommeln kaputt sind. Na toll. Dauert einen Moment noch. Ja. Ja. Danke! Weitermachen! Wir fahren einfach. Es wird nicht besser. Fangen wir von vorne an. Von vorne. Ja, 1, 2. Spielen. Ja, ihr! Ja! Ihr seid der Beamte. Ich habe gemerkt, dass Sie hier sind. Sollen wir langsamer spielen? Mein lieber Freund, wie ist dein Name? Christian, kurze Frage. Weißt du, was für dich auf Arbeit das Überflüssigste ist? Nein! Bewegungsmelder! Du darfst aus, raste aus, da machen die anderen auch mit. Wir setzen mal genau da ein, wo die alle ausrasten. Christian! Wenn ein Lied eines, darf ich jetzt nicht singen. Geht los, also die Rhythmusgruppe. Christian, gib alles! Super, Christian! Bin so stolz auf dich!
Sorgen, ja, wie du sich dein Sorgen, der Arme, der ist gut. Und alle zusammen nochmal. Der Morgen, der Morgen, ja, wie du sich dein Sorgen, der Arme, der ist gut. Abends und die Pichern sind nie wieder, des Morgens Schmerzen gehen sie nie wieder. Doch ist der Arme gut. Des Morgens schmerzt mir mein Fuß. Noch ist der Abend. Hey! Christian, bist du noch da? Jedes Fest soll seinen Christian haben.